Hallo und willkommen auf unserem Camperfreaks-Kanal. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute fahren wir nach Friedberg zu einem Quad-Händler. Wir waren da letztens schon. Wir haben nämlich auf Sakinsos ganz viele Quads gesehen, zum Verleihen natürlich. Und die Teile waren einfach nur der Hammer. Jetzt überlegen wir uns, ob Güni nicht so eine kleine Schwester kriegt. Und heute fahren wir ein sogenanntes Quad-ATV fahren wir Probe, also ich in Person. Und das wollten wir gerne mit euch teilen, deshalb auch dieses Video. Und seid mal gespannt, wie es heute wird. So, da wären wir jetzt auch. Da ist das Quad-Center, da sieht man es, da oben. Quad-Center Friedberg. Gut, wir können nicht zoomen. Deswegen, was auch eigentlich ein Vorteil ist, habe ich jetzt festgestellt mit der GoPro. Die macht ja richtig tolle Aufnahmen. Und deswegen ist das gar nicht mal so schlimm. Also hier ist das Quad Center Friedberg. Hier werde ich gleich ein von TGB, das ist ein taiwanesischer Quad-Hersteller, werde ich gleich Probe fahren und gehen wir jetzt mal rein. Los geht's. Jetzt probieren wir das Riesen-Männer-Spielzeug aus. Ja. Ja, Wolzka. Oh mein Gott. Ja, noch ist ein bisschen Verkehr. Kommt er hier nicht auf die Straße? Ich denke, er testet das jetzt auch erstmal vorsichtig an, was ja vernünftig ist. Ja. Bei der Abfahrt habe ich leider vergessen, mein Mikro einzuschalten. Jetzt ist es hoffentlich an und ihr hört mich gut. Es fängt auch an zu regnen und ja, da kommt Perry vom Testride. Ich befürchte, es gefällt ihm. Ja, aber jetzt wird es nass, ne? Aber der hat keine Servo. Entschuldigung, der hat keine Servo, oder? Der hat keine Servo. Man merkt sie richtig. Jetzt regnet es, das ist doof. Ja, egal. Geht's aber noch mal, oder? Ja, fahr doch mal hoch und runter. Ja. Gut, wie Perry schon gesagt hat, wir haben die auf Sakintos ganz viel rumfahren sehen. Und klar, ich kenne die auch von früher, Perry auch. Man hat da immer mal geschaut und dachte, cooles Spielzeug. Aber es macht schon Sinn, wenn man so unterwegs ist. Wir haben jetzt eben auch gemerkt, dass wir mit den E-Bikes eben schon Strecke machen können, ja, 60 Kilometer. Das war es dann aber auch in Summe. Das heißt, wenn man eine einfache Fahrt hat, sollte man so 20, 25 Kilometer einfach schon nicht überschreiten, damit man keine Schwierigkeiten mit dem Akku kriegt. Und wenn man dann tatsächlich mal den Camper stehen lassen möchte und möchte länger fahren, dann ist natürlich sowas schon cool, ne? Jetzt stehe ich hier im Regen. Ja, auch ganz toll. Aber ich bin ja wasserdicht. Und Perry auch. Da kommt er wieder, der Gute. Regen hat schon wieder aufgehört. Ja, ich glaube, der wird jetzt mal so richtig gerne durch so ein heftiges Gelände brausen mit dem Ding. Das wird ihn jetzt, glaube ich, ziemlich reizen. Vorerst benutzen wir mal die Straße. So, liebe Camperfreaks, Moment, das hat noch gefehlt. So, ich bin jetzt die TGB 1000er LT, zeig's dir doch mal kurz, gerade eben gefahren. Super Teil, macht echt viel Spaß. Durfte ich jetzt Probe fahren? Also mega. Also ich denke, gut, ich muss mit der Tanja nochmal drüber sprechen, drüber schnacken. Aber ich denke mir, wir werden sowas zulegen, aber dann auch mit Servo, weil da brauchst du echt Muckis oder ich muss mich dran gewöhnen. Daumengas hier. Das ist auch gewöhnungsbedürftig. Ich bin ja ein Rollerfahrer und ich bin das hier, aber ist überhaupt kein Thema. Kann man nachträglich einbauen. Und
Hat echt Bock gemacht, Spaß, aber man merkt auch richtig, man hat Power unter den Poppes. Das ist mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal, am Anfang. Man muss sich erstmal daran gewöhnen, wie mit allem im Leben, und aber mega geile Maschine. Und ja, wir zeigen euch jetzt auch mal die anderen oder unsere, die wir uns kaufen möchten, ein paar andere Modelle noch. Aber ich denke mal, das reicht aus, ist ja der gleiche Motor überall. Und ja, cool. Daumen nach oben. So, wir sind jetzt hier immer noch unserem Quad Center Händler in Friedberg, also Quad Center Friedberg, so heißt er genau. Ja, wollten eigentlich die Tausender, jetzt haben wir es ein bisschen nicht umstimmen lassen. Es ging nämlich um, zeig mal hier bitte Schatz, die Felgen hier unten. Darum war mir wichtig, die Reifen. Zeig mal die Reifen. Das sind die Reifen jetzt hier von der, na, was ist das für ein Modell nochmal? 600er, richtig? Ja. Und da haben wir die Tausender. Die hat zwar auch schöne Felgen, sind ein bisschen kleiner, das sind 12er und das sind 14er. Und ihr wisst ja, Optik ist uns wichtig. Deshalb hat Günni ja auch die fetten Delta-Felgen mit den Loder-Reifen drauf. Und hier ist es auch wichtig. Und jedenfalls Top-Modell, also super verarbeitet. Ich bin ja eben gerade, wie gesagt, gefahren, habt ihr ja im Video gesehen. Und ja, den Daumengas hatte ich ja vorhin kurz angesprochen, da muss ich mich dran gewöhnen, muss ich gar nicht, sondern ich kriege ja ein richtiges so ein Drehgriff, also richtig Gasgriff, wie man den kennt, von Motorrädern und Rollern. Und ja, kostet nur schlappe 200, 250 oder 300 Euro. Einbau ist überhaupt kein Thema, kann man dann auch sperren. Hab mir auch gerade erklären lassen, wieso Daumengas so wichtig ist. Daumengas ist im Gelände wichtig, da kann man das nicht so verreißen, den Lenker. Und so ein Drehgasgriff ist besser für die Straße, so, wenn man fahren möchte. Also das kann man sich alles cool hier einbauen lassen. Ja, also ich glaube, es wird das Modell hier in der Farbe Schwarz, Orange. Vorher muss ich noch mit Tanja drüber quatschen, ob wir uns den wirklich jetzt wieder können. Aber wie gesagt, hat Spaß gemacht. Und ja, für Frankfurt und Umgebung, denke ich mal, wir kriegen auch noch einen Koffer hinten dran. Also Sozius, hier wird dann die Tanja, zeig mal ein bisschen näher dran, Schatz. Hier würde sie dann sitzen, Sozius sitzt. Und hier, wie gesagt, wird ein Koffer kommen, ungefähr 150 Liter, mit einer dritten Bremsleuchte noch. Und hier noch finde ich auch die Bremsleuchten, finde ich mega schön. Zeig mal hier die Bremsleuchten. Das sind die neuen Bremsleuchten vom neuen Modell 2022. Also richtig cool. Und gib mir mal die Kamera, ich zeig nochmal von vorne. So. Und hier nochmal haben wir noch ein Display, Tacho-Display, und hier wie gesagt Daumengas, dann kommt ein Gasdrehgriff, würden wir uns dann einbauen lassen. Ist ja klar Allrad, 4WD und dann hier ganz normal Hinterradantrieb. Da ist der Tank, da ist Gangschaltung, also wirklich. Also ich sitze hier auch super prima, 1,93, also ich kann mich echt nicht beschweren, also toll. Also, ich glaube, da wird was. Und ich sage jetzt nicht, dass er gefragt hat, ob ich da auch mit drauf passe. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Da gibt es auch noch weitere Modelle. Die wollen wir uns auch gerne mal anschauen. Ja. So, da wären wir. Da wurden noch ein paar verkauft, sieht man. Passt. Ist ja auch eine tolle Marke, TGB. Ich habe mich da ein bisschen informiert drüber. Ja, genau, Schatz. Zeig mal den roten hier. Fangen wir mal mit dem an. Das ist eine 550er. Ja, auch 4x4, ist klar. Das Tolle ist auch, die haben eine Abschleppzulassung. Also die werden zugelassen als Kleintraktor, also als Traktor. Also das heißt auch in der Versicherung, also in der Einstufung, fahrt ihr echt günstig. Und der hier zum Beispiel kostet 7.699 Euro. Zuschaltbare Allrad, Kenderreifen. Kennt man ja auch hier, also richtig cool. Und ich finde auch, ach hier ist es, okay, ich dachte jetzt eben gerade, das wäre nochmal eine spezielle Lackierung hier, aber das ist nur, wenn man die Beine ablegt, dass der Lack geschützt wird. Aber eine schöne Farbe, finde ich, Weinrot, oder? Weinrot ist das. Also echt schön. Jetzt gehen wir nochmal hier, was haben wir hier stehen? Was haben wir hier Feines stehen? Ja, hier haben wir die, auch eine 550er Blade. Was ist hier anders? Ja, ich glaube hier die Farbe. Also irgendwas ist hier auch anders, weil kostet halt ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, das ist das neuere Modell. Mal gucken, ja, der hat auch Display vorne, genau. Aber auch eine richtig schöne. Ja, ist auch eine schöne. Ja, und da oben auch eine Black Edition. Blade Black Edition. Ja, das ist hier Endstufe.
Hier haben wir natürlich Allrad, haben sie alle, brauche nicht drüber reden. Anhängerlast übrigens eine Tonne. Schaut euch das an, eine Tonne. Halt mal drauf, eine Tonne. Also das ist schon ein Hammer. Du kannst damit eine Tonne ziehen. Und hier auch schön hier die Grafik hier von der Black Edition. Komm mal bitte rum, damit man das sehen kann. Hier, das finde ich echt schön. Wie gesagt, Black Edition und da oben auch das Display. Ich nehme mal kurz ab. Da haben wir auch das Display. Also sieht echt gut aus, gefällt uns. Und hier noch haben wir eine kleinere. Ja, die war schon mal ein bisschen im Matsch. Hier ist ja okay. Dafür sind die ja auch da. Nicht das Nummernschild bitte. Genau, perfekt. Und da haben wir die Schlappen. Oh, geil. Also das sind mal richtig. Das sind Kenda-Reifen. Und die Felgen, ey, Hammer. Also, oder? Ja. Also, da gibt es. Ja, ohne Worte. So, und hier haben wir nochmal wieder eine TG Bled 550. Also das wird dann auch unsere, aber mit anderen Felgen nochmal. Obwohl, das sind auch schon große Schlappen. Obwohl, die anderen sind noch ein bisschen größer. Also das, glaube ich, sind noch 12er. Das irritiert so ein bisschen. Und hat auch eine schöne Farbe. Hier so grün, grünlich, so, ich würde sagen, Bundeswehrgrün. Also echt schöne Farbe. Sieht man jetzt, glaube ich, auf den... Doch, man sieht da hier so schön... Die Farbe dieses Bundeswehrgrün, also finde ich richtig, richtig schön. Also Quads an der Friedberg können wir empfehlen. Also richtig nett, freundlich zuvorkommend und hat uns auch alles jetzt nochmal erklärt, was wichtig ist, weil wir sind ja absolute Anfänger, was Quad betrifft. Hier haben wir noch ein paar Helme, kann man sich auch dann gleich kaufen. Aber ich glaube, ich habe ja noch einige Helme von früher, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Tanja braucht zwar einen Helm, ich glaube, dann kaufen wir dir gleich einen hier. Wenn wir uns dafür entscheiden sollten, im Übrigen, wir sind noch nicht, aber ich denke mal, das wird klappen. Aber wie gesagt, wir schauen noch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, kann man nur empfehlen? Ja, absolut. Also klein, aber fein, alles da, was man braucht. Und ja, die Überlegung ist jetzt eben, ob es das wert ist. Ne? Das ist natürlich ein Zusatz zu allem anderen. Und was wir dann daraus machen. Aber cool ist es auf jeden Fall. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, da als Beifahrer drauf zu fahren. Mal schauen, ob Perry mich fahren lassen würde. Ja, sehen fett aus. Also ist auch was, was zu Perry passt. Ne? So dieses wuchtige, männliche, sage ich mal, ne? Männerspielzeug. Das ist schon wirklich, kann mir schon vorstellen, dass das echt Spaß macht. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, es gibt hier nicht nur die TGB, den TGB-Hersteller, sondern der Händler hier hat auch Segway. Also die würden wir jetzt auch noch mal ganz schnell nur einmal noch mal abfilmen, damit ihr die auch seht. Aber er hat nicht nur TGB, sondern auch Segway. Besucht dann einfach seine Seite, wie gesagt, Quad Friedberg. Dann findet ihr ganz leicht, er ist nämlich der einzige Quad-Händler hier im Rhein-Main-Gebiet. Und ja, da könnt ihr euch seine Modelle mal anschauen. Aber wie gesagt, wir filmen jetzt noch mal die Segways, damit ihr die auch noch drauf habt. So, kommt mit. Hier noch die versprochenen Segways, die wir euch zeigen wollten. So, hier haben wir die Modelle, auch nicht schlecht, also was heißt nicht schlecht, also das sind auch, gib mir mal bitte die Kamera, dann zeige ich es ein bisschen von näher, Dankeschön. So, Segway, wie gesagt, hier nochmal, hier drin, oh, da ist aber richtig Platz für den Fuß und hinten auch der Sozius, also echt, das sind auch richtig schöne Quads, also ist jetzt mir gefallen, mir persönlich ist die TGBs ein bisschen besser, aber Geschmäcker sind verschieden, aber so hier vom auf den ersten Blick, ja, sind richtig schöne Quads. Also ja, sind auch wuchtig, also auch schön. Hier haben wir das den Segway Snala 600 GLN, also ich halte mal runter, auch für 8.490. Also das sind alles Preise, völlig normal. Also ich bin jetzt nicht der Experte, was jetzt hier Quartz ATVs betrifft, aber ich finde für den Preis, für das Gerät, was man bekommt im Allgemeinen jetzt, also ist das absolut gerechtfertigt. Also wir sind sehr happy. Hier ist noch eine TGB, steht hier noch ein älteres Modell. Das sehe ich, weil ich eine runde Scheinwerfer vorne hat, aber was heißt älter? Also das Teil sieht geil aus. Also ja, wir sind, so schwenke ich mal rüber, auch zu Tanja, die auch seht. Also wir sind sehr, sehr positiv gestimmt, sage ich mal, für ein Quad ATV, oder? Was meinst du? Wenn du das schon vorwegnimmst, ja, sind wir positiv gestimmt. Ja. Wahrscheinlich sind wir positiv gestimmt. Ich glaube, du ein bisschen mehr als ich. Ja, weil ich gerade auch gefahren bin, weil ich auch gerade das Gefühl hatte, also wirklich hat echt Spaß gemacht. Also
Meine Erwartung wurde übertroffen, aber man muss dazu sagen, man muss sich auch ein bisschen daran gewöhnen an das Saumgas. Aber das Thema haben wir ja schon gehabt. Gasgriff, fertig. Dann kannst du mit dem Ding auch fahren. Übrigens mit dem Führerschein, ich habe ja hier das erste Mal, als ich angerufen habe, mal vorsichtshalber gefragt. Also Führerschein B geht klar. Ja, ja, klar, logisch, du kannst alle fahren. Also ihr braucht keinen Motorradführerschein. Im Grunde genommen ist das ja wie ein Go-Kart für Große. Ne? Es hat 4 Räder, das heißt eine gute Stabilität. Man kann auch sehr schlecht kippen, glaube ich. Also gut, wenn man im Gelände fährt und ein bisschen Schräglage kriegt, natürlich. Aber ich sag mal, auf der normalen Straße ist so ein Ding ja relativ sicher, weil das ist wuchtig, das hat 4 fette Räder. Du kannst mit Gas und Bremse nicht viel falsch machen. Ja. Also ich sag mal, wirklich wie ein Go-Kart mit Motor. Ne? So ein bisschen größer und wuchtiger. Ja, genau. Also insofern, glaube ich, Sicherheitsaspekt ist da schon auf jeden Fall gut. Vielleicht sogar besser als bei einer Vespa, ne? Oder eine Mofa oder sowas. Also das ist wirklich eine gute Stabilität. Da würde ich mich auch sicher drauf fühlen. Ne? Ja. Also das muss ich schon sagen. Genau, haben ja auch eine gewisse Breite. Also von daher, kippelig war es jetzt bei der Profahrt überhaupt. Ich habe das auch ein bisschen getestet, aber man hat es mir auch vorher auch schon gesagt, hey, brauchst du keine Sorgen machen. Es gibt natürlich Quads, diese kleinen Rasenmäher-Quads von früher noch, von vor 10, 15 Jahren. Aber wir reden hier von ausgewachsenen, richtigen Quads-ATVs. Natürlich kann man damit im Gelände, wenn man richtig hoch, links, rechts, Steigungen, was weiß ich, irgendwelche Tricks vollführt oder was weiß ich, dann kann das passieren, natürlich. Du kannst mit jedem Auto kippen oder Fahrzeug, egal. Also von daher ist das kein großes Thema. Würdest du aber nicht machen. Nein, also so extrem bin ich jetzt nicht drauf. Also ich werde normal mit dem Ding fahren in Frankfurt und überall. Wir würden uns da noch einen Anhänger leisten müssen, damit Günni auch seine Schwester, seine Sis immer dabei hat. Und da hätten wir auch das Thema nicht mehr mit irgendwelchen Leihfahrzeugen, weil das ging in Sakinthos bzw. in Peloponnes auch ein bisschen ins Geld. Haben wir jetzt auch gemerkt, weil mit Günni kannst du einfach nicht überall hin, teilintegrierte halt. Und deswegen ist so eine Anschaffung, macht eigentlich Sinn. In unseren Augen, oder in meinen Augen noch, aber vielleicht auch bald in unseren Augen. Mhm. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.